Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt nach Deutschland. Das muss man über den ersten offiziellen Staatsbesuch Erdogans wissen. Und darum ist er so umstritten. Erstens, was macht einen Staatsbesuch so besonders? Erdogan war schon häufiger in Deutschland. Nun kommt er aber zu seinem ersten Staatsbesuch. Dabei geht es besonders formell zu. Der Staatsgast wird mit höchsten protokollarischen Ehren empfangen. Also mit einer Ehrenformation des Militärs, einer Polizeieskorte und einem festlichen Staatsbankett. Zweitens die Kritik. Mehr als 30 deutsche Staatsbürger sind in den letzten Jahren aus politischen Gründen in der Türkei verhaftet worden. 7 von ihnen sitzen immer noch im Gefängnis. Auch deshalb gibt es viel Kritik am Staatsbesuch von Erdogan. Grünen-Politiker Cem Özdemir sagte unserer Redaktion, Erdogan habe die Türkei in ein Land verwandelt mit Zensur, Willkür, Vetternwirtschaft und Autokratie. Deshalb sei er kein normaler Präsident in einer Demokratie und sollte auch nicht so empfangen werden. Gegner Erdogans wollen am Brandenburger Tor demonstrieren. Drittens, das sagt die Bundesregierung. Außenminister Heiko Maas hat die Einladung verteidigt. Die Proteste gegen den Erdogan-Besuch gehören für ihn zu einer Demokratie dazu. Die Konsequenz daraus kann aber nicht sein, dass Herr Erdogan nicht nach Deutschland kommen kann. Im Gegenteil, es gibt sehr viele Dinge, die wir miteinander zu besprechen haben. Viertens, das soll der Besuch bringen. Ziel ist eine Normalisierung der Beziehung zwischen den Ländern. Die ist nämlich nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei extrem angespannt.